Am 29. Juni 2018, im Alter der 75 Jahre in New York City, Vereinigte Staaten, starb Frau Lilian Montevecchi, eine französische-italienische Schauspielerin, Tänzerin und Sängerin. Seit ihrem 9. Lebensjahr praktizierte Montevecchi Ballett und im Alter von 18 Jahren, sie wurde prima Ballerina in Roland Petits Ballettkompanie. Wenige Jahre später unterschrieb sie einen Vertrag bei Metro-Goldwyn-Mayer und wirkte im 1955 den Tanzfilmen Der gläserne Pantoffel und Daddy Longbein mit, in denen ihre Landsmännin Leslie Caron die weibliche Hauptrolle spielte. Nach einem weiteren Filmauftritt in Jakob Bobsky und Der Oberst wirkte sie in den folgenden Jahren in diversen Fernsehserien, wie zum Beispiel 77 Sunset Strip mit, bevor sie sich Anfang der 1960er Jahre für eine gewisse Zeit aus dem Filmgeschäft zurückzog und es stattdessen vorzog, mit dem Ensemble der Folies Bergère aufzutreten. Sie kehrte aber immer wieder sporadisch vor die Kamera zurück und spielte unter anderem im 1987 eine kleine Nebenrolle an der Seite von Charlie Sheen und Michael Douglas in Wall Street, sowie 15 Jahre später in Das Idol und Wie werde ich ihn los in 10 Tagen. Außerdem agierte sie im 1988 als Sängerin in der Einzelshow On the Boulevard und einige Jahre später in der thematischen Fortsetzung Back on the Boulevard. Seit den späten 1990er Jahren trat sie regelmäßig als Conférencière im Varieté Tigerpalast in Frankfurt am Main auf. Und sie starb im Alter der 85 Jahre. Entschuldigen mir bitte.